Herzlich willkommen zu unserem MBUX Tutorial. Viel Spaß dabei und Kanal abonnieren nicht vergessen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen MBUX-Guide. Ich führe euch heute Step-by-Step durch das ganze System durch. Fangen wir an bei der Bedienung. Bedient wird das Ganze einmal durch das Touchpad in der Mittelkonsole, an der rechten Seite des Lenkrads für den Fahrer oder auf dritte Variante am Touchscreen direkt. Die vierte Variante wäre noch die Sprachbedienung, allerdings navigiert man dadurch nicht durch das System, sondern setzt direkt Endbefehle. Zum Beispiel wie, hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Mir ist kalt. Okay, ich erhöhe die Temperatur auf der Fahrerseite auf 23 Grad. Zum Beispiel. Mittlerweile gibt es da so viele Befehle, die man alle im Internet auch nachlesen kann. Ja, fangen wir an bei den Profilen. Das heißt, ein Profil setzt man, wenn man das Fahrzeug erwirbt, entweder als Einzelperson oder wenn man das Fahrzeug teilt. Ein Profil ist immer Standard. Und man kann sich jetzt, wenn man das Fahrzeug teilt zum Beispiel, ein zweites Profil anlegen. Profile unter sich kann man ganz einfach über die Einstellungen hier Profilauswahl beim Einsteigen anzeigen und so bequem untereinander switchen. Die Profile speichern die Handykontakte, die letzten Zieladressen, die Fahrereinstellungen, alles im Profil selber. Und deswegen ist es ratsam, wenn man immer öfter den Fahrer wechselt, da ein Profil anzulegen. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Profil anlegt. Das machen wir einmal hier über Profile. Und gehen über Profil anlegen. Zuerst will er von uns ein Bild auswählen. Da nehme ich jetzt mal ihn hier und den Namen eingeben vom Profil. Dann mache ich jetzt mal Leitungskraft. Genau. Dann will er von uns die aktuellen Einstellungen, die ich jetzt quasi jetzt schon im Nachhinein eingestellt habe, übernehmen oder die Werkseinstellungen, quasi wenn das Fahrzeug frisch angeliefert worden ist. Ich übernehme jetzt mal die aktuellen Einstellungen. Genau. Vorschläge. Das System kann personalisierte Vorschläge entsprechend ihres Nutzerverhaltens anbieten. Je nach Musikgeschmack, je nach Telefondaten kann er so vorschlagen, wann man oder was man um welche Uhrzeit hören will. Kann man hier aktivieren, muss man explizit annehmen oder kann man auch einfach skippen. Die Sitzpositionierung will er von mir wissen, bitte geben Sie Ihre Körpergröße ein. Das mache ich jetzt auch mal, 87. Automatische Sitzeinstellungen, Einstellen von Sitz, Lenkrad und Außenspiegel werden immer gespeichert. Automatische Wiederstellung bei Profilaktivierung. Das heißt, wenn man zwischen den Profilen wechselt, fährt sich der Sitz automatisch so in die Einstellungen, wie das Profil das gespeichert hat. Kann man auch aktivieren und deaktivieren. Genau. Zu Hause festlegen, die Zuhauseadresse, die Heimatadresse, könnte man jetzt hier die aktuelle Position auswählen oder eine Adresse eingeben. Kann ich ja gerade mal machen. Gießen. Magdeburger Straße 308. Genau. Zum Schluss will er noch ein Handy oder ein Telefon verbinden. Könnte ich jetzt hier machen, mache ich gleich dann speziell nochmal bei dem Punkt Telefon. Aber könnten Sie jetzt hier über Telefon verbinden direkt auch hinzufügen. Dann steht das Profil fertig. Und ich könnte jetzt ganz bequem, wenn ich jetzt jemand anderes wäre, als Gast wieder navigieren. Und er würde quasi meine Einstellungen speichern und zurücksetzen. Als nächstes haben wir das Overlay an sich. Wir sehen oben links jetzt den Home-Button und links Nals und Kraft, das aktive Profil. Und rechts sehen wir schon oben, wir haben eine neue Benachrichtigung. Benachrichtigungen sind zum Beispiel Tankreserve oder wenn man eine Nachricht bekommt zum Beispiel. Kann man aber auch einstellen, welche Nachrichten man erhalten will. Von der Mercedes Me App zum Beispiel, wenn das Fahrzeug online verknüpft ist. Oder Online-Musik, je nachdem, was man da einstellt. Genau.
Kann man auch hier löschen. Nachricht gelöscht. Genau. Unter den Navigationspunkten befinden sich die Vorschläge. Die haben wir jetzt deaktiviert in dem Profil. Habe ich ja gerade schon angesprochen. Und als nächstes gibt es die Themenwelten. Die Themenwelten sind von Mercedes vorgefertigte Display-Einstellungen. Die sind gerade im Komfortmodus. Das ist quasi diese Standardvariante. Aber ich kann jetzt auch mal hier auf Erlebnis drauf drücken. Und der würde jetzt, wenn die Zündung an wäre, Motordaten anzeigen. Das ganze Display hat sich erstellt in diesem sportlichen Design. Und ich würde so schnell zu diesen Einstellungen kommen. Das kann ich auch ganz bequem wieder umstellen, indem ich wieder auf Reise gehe. Und bekomme so wieder das Blaue mit dem Navi. Genau. Ich kann aber auch, wenn mir das nicht passt, ganz rechts meine eigene Themenwelt anlegen. Kann dann alle Einstellungen anlegen, die ich brauche. Die Daten, die ich brauche, das Design, das ich will. Und kann dann so bequem ganz immer per Klick da drauf kommen. Darunter sind die Favoriten. Die Favoriten, die man sich setzt. Radiosender, Telefonkontakte, Adressen. Könnte man jetzt hier unten einblenden. Hier sind noch ein paar vorgefertigte Klangeinstellungen. Das Display ausschalten. Ähnliche Musik abspielen. Und hier kann man neue Favoriten anlegen. Genau, man kann hier unten noch die Reihenfolge festlegen. Also erst die Vorschläge, dann die Themenwelten und dann die Favoriten. Kann aber auch sagen, ich möchte ganz oben direkt meine Favoriten haben oder die Themenwelten auswählen können. So, als nächstes gehen wir die einzelnen Karren durch, die Oberpunkte vom MBUX und fangen dabei ganz links beim Telefon an. Im Telefon, wir haben immer das große Symbol und darunter immer zwei kleine Voreinstellungen. Da ich jetzt kein Gerät verbunden habe, bringen die mir jetzt noch nichts, deswegen gehe ich jetzt hier drauf und möchte jetzt mein Gerät verbinden. Wir können aktiv zwei Telefone gleichzeitig verbunden haben. Und dafür gehe ich einfach auf Gerät verbinden. Und dann sieht er schon mein Handy. Ich wähle das aus. Muss das vorher an meinem Handy natürlich auf Suchen gestellt haben. Und koppel das jetzt. Genau. Und schon sehen wir haben zuerst mein Handy und Telefon 2 ist noch unbesetzt. Das heißt, ich könnte darauf gehen und noch ein weiteres Gerät verbinden. Oder auch wieder auf mein Gerät. Und könnte jetzt hier meine Anrufliste aufrufen. Meine Kontakte oder Kontakte als Favoriten hinzufügen. Genau. Hier unten könnte ich jetzt durch die Kontakte suchen. Daneben ist einmal das Ziffernfeld. Könnt ihr jetzt eine Telefonnummer eingeben und dort anrufen. Genau. Hier rechts sind meine SMS. Und einmal hier neben ist nochmal die Geräteverwaltung. Meine Geräte gerade aktiv als Telefon, als Media. Oder hier könnt ihr es jetzt theoretisch trennen. Oder für immer deautorisieren, wenn ich das rausnehmen möchte. Oder ein weiteres Gerät verbinden. Genau. Hier sind nochmal die Telefoneinstellungen an sich. Kontakte synchronisieren, die Lautstärke und die ganzen Kleinigkeiten, die man hier einstellen könnte. Nachrichten anzeigen und die allgemeinen Geräteeinstellungen. Jetzt, da unser Gerät verbunden ist, sehen wir auch jetzt schon den Namen vom Telefon. Pixel 4 und haben einmal hier meine Anrufliste direkt auf Shortcut oder kann auch ganz bequem, wenn ich jetzt irgendwo anders bin, über die rechte Lenkradtaste den Hörer nach oben direkt meine letzten Anrufliste aufrufen, sehe, wann ich angerufen worden bin und da quasi zurückrufen. Genau. Das war's zum Telefon. Das nächste ist einmal das Navi. Wir sehen jetzt hier Wellersburgring, quasi unsere aktuelle Position, wo wir sind. Und haben hier unten als Shortcut einmal die Adresseingabe oder direkt nach Hause navigieren. Genau. So sieht die Karte aus. Bei Tagesansicht, bei Nachtansicht ist es natürlich dunkel. Ja. Wir haben links unten einmal, wo möchte ich hin navigieren, also quasi die Adresseingabe. Ich hätte jetzt meinen noch genommen. Genau. Und könnte jetzt quasi erst Ort, Straße, Hausnummer angeben, meine letzten Ziele aussuchen, die Favoriten, die ich gesetzt habe, empfangene Ziele von zum Beispiel der Mi-App. Oder die Sonderziele an sich, die Tankstellen, Parken, Restaurants oder die Kontakte. Genau. Wenn ich jetzt ins Ausland navigieren möchte, ganz wichtig, immer zuerst hier oben auf das Deutschland gehen. Und dann habe ich erstmal die Länderauswahl, bevor ich dann die Straßen eingebe oder Sonderziele. Genau. Hier unten wäre jetzt einmal Ziel Navigation abbrechen. Ist gerade keine aktiv, deswegen kann ich das nicht auswählen, ist grau unterlegt. Daneben ist die Navigation Sprachausgabe stumm oder laut, quasi dass er mit mir spricht und mir die Befehle angibt, wann ich abzubiegen habe. Einmal die Routenoption, die Routenübersicht. Kann ich jetzt ein Ziel hinzufügen, habe noch keine aktive Route drin.
den Verkehr, die Verkehrsmeldungen auf der Route oder Verkehrsmeldungen oder quasi in dem Gebiet, wo ich mich gerade befinde. Es liegen keine Gebietsmeldungen vor. Genau. Alles hier einsehbar. Genau. Rechts daneben sind die Navigationseinstellungen. Das heißt, ich kann mir da quasi anzeigen lassen, die Autobahninformation, das Parken oder auf Erweitert. Und auf der erweiterten Ansicht kann man jetzt hier nach der Kartenausrichtung gucken, die Kartenelemente, das Augmented Reality, wenn es vorhanden ist, die Textinformation an sich, das heißt die Autobahninformation, die Querstraßen, die aktuelle Straße, wie sie heißt, die Geokoordinaten und, und. Ansonsten haben wir oben noch den Unterpunkt Meldungen. Ich kann jetzt mir keine Fahrerempfehlungen anzeigen lassen, kann es aber auch anmachen. Oder mir quasi reduzierte Fahrempfehlungen angeben lassen oder nur ein Signal tun, wenn welche verfügbar wären. Genau. Über den Punkt Route kann ich einstellen, ob ich die schnellste Route will, die kürzeste Route oder die effizienteste Route, also quasi wo ich am besten hinkomme. Dynamische Zielführung, die Meideoption, auch wichtig. Ich möchte keine Autobahn, über keine Fähren fahren, durch keinen Tunnel nehmen. Genau, alles hier, oder die Mautstraßen, alles hier jeweils immer auswählbar und nicht auswählbar. Genau, rechts an der Karte sehen wir einmal die Kartenausrichtung nach Richtung Norden, einmal die 3D-Anrichtung jetzt, einfach ganz bequem per Tastendruck, die 2D-Ausrichtung. Genau. Kann mir hier die Parkplätze anzeigen lassen in der Nähe, wo ich mich gerade befinde, immer von der aktuellen Position und einmal die Tankstellen. Genau. Ich kann ansonsten auch, wenn ich eine Adresse weiß, über die Sprachbefehl quasi eingeben. Ich kann es aber auch mich jetzt nach Hause navigieren lassen. Hey Mercedes. Ja, bitte. Fahr mich nach Hause. Die Route wird berechnet. Bitte fahre zur angezeigten Route und sofort links abbiegen. Als nächsten Punkt haben wir das Radio. Wir sehen jetzt schon hier unten, welcher Sender läuft und können über diesen Schnellzugriff direkt von hier aus die Sender wechseln. Genau. Wenn wir jetzt einen Sender haben und den als Favoriten speichern möchten, könnte man einfach jetzt hier auf die Plus 1 gehen. Sender wird abgelegt. Wenn ich jetzt den nächsten Sender aussuche und den auch ebenfalls als Favoriten setze, kann ich ganz bequem hier rüber wechseln. Genau. Hier unten kann man einmal den Sender suchen, nach Frequenz oder nach Name. Einmal hier die Senderliste, quasi als Liste aufgeführt, nicht als Grafik, so wie hier. Einmal die Stummtaste, die ebenfalls auch am Lenkrad ist, durch Reindrücken des Rates oder in der Mittelkonsole muten, einfach durch Reindrücken. Hier unten TA, die Traffic Announcement, also die Verkehrsmeldungen, an- und ausschalten, falls sie dazwischen kommen sollten. Und einmal die Einstellungen vom Radio an sich. Hier haben wir jetzt den Equalizer, an dem man jetzt die Klangqualität einstellen könnte. Die Balance und Fader, also die Klangausrichtung, den Klangfokus, Fokus auf alle Sitzplätze oder nur auf die vorderen beiden, Klangprofile, nochmal Pure oder Surround, die originale Wiedergabe oder ein intensiver Raumklang und ganz unten nochmal die Lautstärke, die automatische Anpassung bei Geschwindigkeitsanpassungen, genau, einfach aus- oder einschaltbar. Die allgemeinen Einstellungen hier oben ist quasi Frequenz fix, also quasi, dass man diesen Radiosender beibehält, egal wo man ist. Die Radiotextinformation kann man einschalten und den Senderwechsel im Hintergrund, falls es nicht fix sein sollte, über die Senderliste oder über den Senderspeicher. Genau. Neben dem Radio sind jetzt die Medien bei uns. Könnte man jetzt hier schon quasi schnell drauf drücken oder hier einmal die Sonneneinstellungen direkt über Zugriffstaste wählen. Oder man wählt die Medien aus und kann hier direkt einmal das Lied wechseln, aussuchen, wo die Quelle herkommt, USB oder Online-Music. Ich habe gerade mein Handy verbunden, Bluetooth-Music. Könnte hier die Musik durchsuchen, wird von meinem Gerät nicht aktuell unterstützt. Einmal hier die aktuelle Wiedergabeliste oder der Inhalt auf dem Gerät, wenn man jetzt welche drauf hätte. Könnt ihr hier das Ganze stoppen.
Hier haben wir noch einmal die Geräteübersicht, wie bei den Telefoneinstellungen. Und einmal nochmal die Einstellungen, die wir eben gerade ähnlich wie beim Radio hatten, mit den ganzen Klangprofilen. Genau. Hier nochmal die Einstellungen. Der Komfortpunkt ist quasi die Einstellungen vom Komfortprogramm in jedem Mercedes. Da haben wir hier einmal unten den Energizing-Programm und einmal die Ambientebeleuchtung. Sehen wir alles hier einmal viel besser. Zuerst haben wir die Sitzkinetik. Die Sitzkinetik ist ein Programm, das quasi den Fahrer dadurch entlastet, durch automatisches Verstellen der Sitze, also Sitzfläche, Sitzwangen, Sitzlehne, dem Fahrer so nicht einsteifen zu lassen während der Fahrt. Kann man hier Fahrer- und Beifahrerseitig einstellen. Und über diese Einstellungen hier kann man die Sitzlehne und Sitzfläche auswählen, nur die Sitzlehne oder nur die Sitzfläche. Weiter unten kann man die Dauer davon einstellen, bei längeren Fahrten, wie gesagt, zu empfehlen. Das ist ein Programm von Mercedes. Links daneben haben wir die Sitzheizungsbalance. Können wir jetzt hier quasi bündig nur auf die Sitzfläche machen oder die Sitzlehne oder voreingestellt gleichmäßig auf beides. Hier können wir nochmal alles zurücksetzen, was man eingestellt hätte. Genau. Nächster Punkt, das Ambientebelicht. Da haben wir einmal die Helligkeit über die Helligkeitszonen. Also man könnte jetzt hier beidseitig 100% oder 50% einstellen. Oder man kann Akzent und Ambiente, also einmal hier das vorne. Oder die Ambiente in den Türgriffen, Fußraum oder hinten im Fond einstellen. Genau. Als nächstes sind die Farben. Das Farbwelt bei Mercedes ist groß. Man kann hier die einzelnen Farben einstellen. Ganz normale RGBs von Pink zu Blau. Kann aber auch noch mehrfarbig sagen. Das heißt, wir haben voreingestellte Programme, die quasi auch verschiedene Farbwelten kombinieren. Zum Beispiel Blau und Pink, Rot und Gelb oder auch Grün zum Beispiel. Genau. Weiter unten haben wir noch den Willkommenseffekt, dass das Auto quasi beim Reinkommen eine Animation schaltet oder bei der Klima, wenn ich jetzt quasi hier verstelle, dass einmal die ambiente Beleuchtung zeigt, es wird wärmer oder es wird kälter. Als nächster Punkt haben wir Energizing Comfort. Das sind auch Programme, die im Fahrzeug hinterlegt sind, um den Fahrer bei der Fahrt zu entspannen. Da haben wir einmal hier drei Stück zur Auswahl. Frische, da steht immer eine kleine Info dabei, grün-blaues Licht und eine kühle, erfrischende Brise entführen Sie ans Meer. Das kann man beim Fahrt quasi starten oder auch programmieren, was für Sitze ausgewählt sind. Das kann ich jetzt mal vorführen. Ich drücke auf Start. Die Klima fährt sich ein bisschen runter, das ambiente Licht passt sich an. Man sieht die Dauer des Programms, das noch dauert. Und so kann man quasi bei der Fahrt den Fahrer entspannen. Genau. Kann man auch wieder stoppen. Dann haben wir noch Vitalität, Rot, ein bisschen aufbrausend und nochmal Trainings, die man bei der Fahrt üben kann. Also zur Muskelentspannung. Dann sagt er zum Beispiel die Schulter kreisen, Schulter entspannen, Schulter lassen. Kann man bei der Fahrt auch ausüben. Natürlich nur immer mit Bedacht. Genau. Und hier sind nochmal ein paar Tipps, die man auch sich durchlesen kann, wo der Fahrer sich quasi sich entspannen kann beim Fahren. Der nächste Punkt ist der Infopunkt. Bei dem Infopunkt sehen wir alle Daten, die uns das Fahrzeug so geben kann. Also einmal Motordaten, sehen wir jetzt hier mal Motorleistung, Motordrehmoment, die Temperatur vom Getriebe, die Öltemperatur, die Batteriespannung oder den Ladedruck. Oder können hier oben über Fahrzeug nochmal eine Fahrzeugansicht sehen. Anspielung zwischen Gas und Bremse, der Einsteigungswinkel vom Reifen vorne und können hier über das Vergrößern nochmal den Neigungswinkel vom Fahrzeug hier unten in dieser kleinen Blase nochmal sehen. Genau. Wir haben hier nochmal einen Verbrauchschart. Wir sind jetzt nicht gefahren, deswegen sieht man das jetzt nicht. Man könnte
hier den Intervall höher oder niedriger stellen, also 7,5 Minuten, 30 Minuten voreingestellt, 90 Minuten oder von den letzten 3 Stunden. Die gelbe Linie würde den Verbrauch im Durchschnitt anzeigen und das blaue würde den aktuellen Verbrauch, den tatsächlichen, anzeigen. Genau. Hier wäre jetzt nochmal ein dritten Step zur Betriebsanleitung, aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau. Hier haben wir einmal die Motordaten und einmal dieses Verbrauchschart. Jetzt kurz mal. Als nächstes Mercedes Me und die Apps. Da haben wir einmal kurz mal auf Mercedes Me und einmal auf das CarPlay, das Smartphone könnte man jetzt hier auswählen und entweder Android Auto oder Apple CarPlay auswählen, je nachdem, was man nutzen möchte oder nutzen kann. Nochmal die Einstellungen hiervon. Genau. Ansonsten wäre jetzt hier Mercedes Me. Da könnte man jetzt ganz einfach diesen QR-Code abscannen und so quasi, wenn man schon ein bestehendes Mercedes Me-Konto hat, sein Fahrzeug so in meine Garage, also in den App quasi, hinzufügen. Ansonsten können Sie das gerne auch über uns machen. Rufen Sie uns an. Wir können Ihnen gerne helfen, wenn Sie da Probleme haben, sich online zu registrieren oder sich zu verknüpfen. Wie gesagt. Genau, rechts wäre jetzt nochmal der Internetbrowser, aber ist gerade nicht verfügbar. Genau, das ist nochmal ein extra Dienst. Ja, zum Schluss die Fahrzeugeinstellungen noch. Da haben wir, wenn wir drauf drücken, den Schnellzugriff, wo wir sehen, was für Funktionen gerade aktiv oder deaktiv sind. Da haben wir das ESP, ist jetzt nur beim Motorlauf zur Verfügung gestellt, aber könnte man da höher oder niedriger stellen oder einstellen. Zum Schluss nochmal die Fahrzeugeinstellungen. Da gehen wir einfach drauf und sehen jetzt schon den Schnellzugriff. Da sehen wir alle in Kacheln angelegten kleinen Assistenzsysteme, die wir ein- oder ausschalten können. Das ESP, was gerade hinterlegt ist, ist nur beim Motorlauf möglich. Da könnte man das einstellen, aber Motor ist natürlich gerade aus. Ansonsten könnte man hier jetzt den manuellen Gang reinlegen, dass man quasi nur noch manuell schalten kann. Das ist jetzt beim GLE im Gelände vor allem nützlich. Stellen wir wieder aus. Die Parksensoren könnte man hier jetzt ausstellen. Die Pieper vorne und hinten oder auch wieder einschalten. Den aktiven Spurhalteassistent könnte man auch hier durch einen Klick einfach aus- und anschalten. Den aktiven Lenkassistenten, einmal den Abschleppschutz ein- und aus und einmal dann den Innenraumschutz auch de- und aktivieren. Das DSR, die Anti-Schlupfregelung im Gelände. Und einmal zum Schluss den Waschanlagenmodus auch nur bei laufendem Motor einzustellen. Genau. Dann klappen die Seitenspiegel ein, die Umluftzufuhr geht an und die Scheibenwischautomatik wird auch ausgeschaltet. Genau. Haben hier unten noch einmal die 360-Grad-Kamera. Ansicht am Fahrzeug. Da könnte man jetzt hier quasi nochmal anhand dieser Grafik nochmal speziell Sachen sehen, zum Beispiel das System. Könnte man darauf direkt zugreifen, aber ansonsten auch über diese Reiter hier oben schnell verfügbar sein. Mit Assistenz könnte man jetzt theoretisch die ganzen Assistenzsysteme feinjustieren, also der Verkehrszeichenassistent zum Beispiel, ob er akustisch und optisch warnen soll, ob er nur optisch warnen soll, wenn er ein Verkehrszeichen erkennt oder aber gar nicht reagieren soll. Die Warnschwelle, ab wie viel Toleranz er quasi sich meldet, sagen, jo, erst ab 5 km/h oder ab 6 km/h. Oder direkt ab der Geschwindigkeitsübergrenze. Genau. Limitübernahme in die Distronic und das Anzeigen im Zentraldisplay auch an- oder ausschalten. Bei den Kameras und Parken früh warnen rundum, wenn Sie sich sicherer fühlen wollen. Die Lautstärke der Warntöne könnte man jetzt hier einstellen. Die Tonhöhe der Warntöne. Das Audioabsenkung bei aufkommenden Warntönen, automatische Rückfahrkamera, manövrierende Unterstützung und den Kameraschutz öffnen, also manuell jetzt hinten die Kamera ausfahren. Der aktive Spurhalteassistent, Standard, empfindlich oder aus und ob er auch nochmal vorher warnen soll, wenn er eingreift, auch alles hierüber einstellbar. Der aktive Bremsassistent, wann er zugreift, früh, mittel, spät oder gar nicht. Das sind alles hier, wie gesagt, die
Standardeinstellungen, die jetzt wir gerade im Fahrzeug sehen. Da könnten Sie, wenn Sie sich da ein bisschen ableigen wollen, gerne bei Ihrem eigenen Auto nochmal nachstellen. Der Attention Assist, also wann er denkt, wenn wir anfangen zu schlackern, dass wir eine Pause machen sollten, wenn er merkt, wir wirken müde und man sollte die Fahrt unterbrechen. Die Ampelansicht ist jetzt auch bei einem Augmented Reality wieder eine Besonderheit. Da kann man sich die Ansicht hier auf das zentrale Display projizieren lassen und so nicht immer, wenn die Ampel nicht im Blickfeld ist, sich beugen müssen, sondern kann das ganz bequem hier rüber über diese Kamera vorne sehen. Der aktive Totwinkelassistent will man hier auch außen anschalten. Genau. Dann einmal die Fahrzeugeinstellungen an sich. Das Dynamic Select Individual Paket könnte man hier einstellen. Also quasi Abfrage bei Start. Den Antrieb, die Lenkung und die ESP einstellen. Die Fahrmodis, die Absprache zum Getriebe und Motor. Genau. Winterreifenlimit setzen. Verschiedene Geschwindigkeiten zur Auswahl. Die automatische Sitzeinstellung könnte man jetzt hier angeben, das haben wir ja vorhin angegeben schon. Genau. Die Gurtanpassung ein- und ausschalten, dass er festzieht, wenn Sie den Gurt anlegen. Das akustische Schließen, wenn Sie zuschließen, das Fahrzeug und alle Türen geschlossen sind, dass er nicht nur blinkt, sondern auch akustisch ein kleines Hubsignal gibt, dass Sie sicher sein können, das Fahrzeug ist abgeschlossen. Das automatische Verriegeln, nach einer kurzen Zeit, wenn Sie das Fahrzeug öffnen und keine Tür dabei aufgeht, dann wird das innerhalb der nächsten 30-40 Sekunden schließt das Fahrzeug automatisch wieder zu. Dann müssen Sie sich nicht sicher sein, dass das Auto auf oder zu ist, sondern schließt immer automatisch zu, wenn Sie keine Tür geöffnet haben. Das Anklappen von den Spiegeln kann man außen einschalten. Die Tankstellensuche anlassen. Genau. Lichteinstellungen sind jetzt nochmal spezifisch das ambiente Licht, das Abblendlicht, Linksverkehr, Rechtsverkehr oder automatisch einstellen. Die Nachleuchtzeit außen, wenn Sie aus dem Auto steigen und zuschließen, dass noch eine Umfeldbeleuchtung da ist. Da kann man jetzt hier zeitlich begrenzt einstellen. Die Nachleuchtzeit innen auch, dass es quasi im Innenraum noch nachleuchtet. Das Intelligent Light System. Vorne muss die Sonderausstattung und die Umfeldbeleuchtung in sich außen bleiben. Zum Schluss gibt es noch die Systemeinstellungen. Da haben wir jetzt hier nochmal die Stile und die Anzeigen, die wir quasi hier einstellen können. Die man auch ganz bequem über ein Kombi, das Kombi-Instrument einstellen könnte. Die Display-Helligkeit von ganz hell auf dunkel. Das Display aus. Das könnte man auch über dieses Drehrad in der Mittelkonsole einfach gedrückt halten. Und dann fragt uns das System aus, ganz ausschalten oder das Display aus, dass einfach nur das Display aus ist, aber das System läuft weiter. Und einmal das Tag- und Nachtdesign, quasi, dass wenn er sieht, es wird dunkel, dass das Nachtdesign übernimmt und es dunkler wird und bei Tag das Tagesdesign. Der nächste Punkt sind die Bedienelemente. Hier kann man Einstellungen finden, zum Beispiel für die Tastaturen und Handschrift. Da kann man sich zum Beispiel Tastaturen auswählen, aus verschiedenen Sprachen oder die Handschrifterkennung vorlesen. Die Touchpad-Empfindlichkeit hier in der Mitte. Die Touch-Control-Empfindlichkeit in den Controllern. Touchpad-Tap bedeutet, dass wenn ich nicht richtig reindrücken muss, das Touchpad, sondern leicht betätige, dass das quasi auch geht. Wenn ich das aus habe, muss ich richtig einmal draufdrücken und einen Knopf betätigen, ansonsten würde er das nicht erkennen. Haptische Bedienrückmeldung ist quasi, dass ich nochmal eine Vibration merke am Touchpad, wenn ich da irgendwas verstellen sollte. Wenn ich es aus habe, höre ich eigentlich nur noch das Geräusch. Das ist die akustische Bedienrückmeldung. Die ist einmal normal, kann man die laut machen oder ganz ausschalten. Wir lassen das mal auf normal und gehen zurück zu Linguatronic. Hier kann man einstellen, dass man das mit dem Mercedes-Kommando ausstellen kann, dass man jetzt quasi über Mercedes, ich kann jetzt so viel Hallo Mercedes sagen, wie ich will, es würde nicht reagieren, Hallo Mercedes, Hallo Mercedes, Hallo Mercedes, aber sobald ich einmal den Haken gesetzt habe, Hallo Mercedes, ja bitte, würde er angehen. Dann einmal die Online-Sprachbedienung ist
Standteil von Mercedes Me, muss das Fahrzeug vorne verknüpft sein, ermöglicht einfach nochmal mehr Kommandos, quasi die das System abrufen kann, als weil es online von einem Server abruft. Nicht jetzt offline hier vom Fahrzeug, sondern online verbunden ist. Und einsprechend während Sprachausgabe, ist quasi während das System mit mir redet, dass ich es unterbrechen kann und meine Befehle eingeben kann, ohne dass er fertig gesprochen hat. Genau. Audioeinstellungen, kommen wir Entertainment, sind wir nochmal nach wie vor wie bei diesen Einstellungen, die wir schon mal hatten. Die Navigation und Verkehrsfunkansagen, da kann ich jetzt wirklich im Detail die einzelnen Sachen, die Lautstärke von den Verkehrsfunksachen einstellen, aktivieren, deaktivieren, die Fahrempfehlungslautstärke kann man hier punktgenau einstellen. Immer das Telefon, die Klingeltonlautstärke, die Gesprächslautstärke auch wieder, was man sonst am Rädchen machen kann, kann man jetzt hier punktgenau anpassen. Genau. Hier auch nochmal eine Entzündung, die Lautstärke vom aktiven Parkassistenten, die Sprachausgabenlautstärkung, akustische Bedienrückmeldung, quasi alles, was wirklich mit Ton zu suchen hat. Die Sprachverstärkung nach hinten, quasi, dass über die Mikrofone hinten in Lautsprechern abgespielt wird, wenn man im Vorreden will. Genau, kann man hier alles einstellen. WLAN und Bluetooth im Auto freischalten oder den Hotspot. Bluetooth komplett aktivieren oder deaktivieren. NFC, das Near Field Communication, das ist einmal das Rollo, mach mal weg, und dann hat man hier in der Mittelkonsole das Fächlein für das Handy, kann ich einfach reinlegen und es würde quasi über dieses Fach würde es laden. WLAN, den Hotspot aktivieren, genau, Internetstatus, da sehen wir schon, drahtlos, aufladen wurde gestartet, Handy ist drin, muss das Handy natürlich unterstützen, aber die meisten aktuellen Handys können das mittlerweile. Zeit und Datum einstellen, die automatischen Zeitzonen manuell eingeben, die Zeitanpassung Sommer, Winter, die Uhr manuell einstellen, das Format einstellen, sprich 24 Stunden oder AM, PM. Einmal die Sprache vom System, ganz klassisch, Deutsch oder nicht Deutsch. Einmal die Sprache vom System, die ganze Bedienanmeldung, also wenn ich jetzt auf Englisch schalte, wäre jetzt das ganze System auf Englisch. Sehen wir schon, Vehicle Lights System. Oder auf Deutsch. Die Maßeinheiten, Kilometer oder Miles. Ein Zusatztachometer kann ich mir noch einsetzen, dass ich quasi auch klein sehe, die Miles, wenn ich jetzt einen Kilometer habe. Und hier unten sind dann nochmal wirklich systemspezifische Sachen. Ein PIN-Schutz zum Beispiel kann ich mir einrichten, dass nicht jeder hier drauf zugreifen kann. Oder ich kann das komplette System zurücksetzen auf die Werkseinstellung, die es vorher war. Ja, das war unser MBOX-Tutorial. Kurz und knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch einzelne Fragen zu irgendwelchen Themen oder Vorgängen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst uns doch gerne ein Abo da oder ein Like und wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.